Hallo und herzlich willkommen bei FAMKALAN zur Produktvorstellung über die Harder & Steenbeck Evolution Silverline 2-in-1. Erstmal vielen Dank an die Firma Harder & Steenbeck, die mir diese Pistole zur Verfügung gestellt haben. Wie gesagt, wir haben hier die Evolution Silverline 2-in-1 mit der Produktnummer 126003. 2-in-1 heißt, diese Pistole kann umgerüstet werden, entweder auf eine 2mm Düse oder auf eine 4mm Düse. Inhalten im Set sind ein 2ml Becher und ein 5ml Becher. Die Pistole kostet online um die 158 Euro. Wir ziehen den Kasten heraus. Hier haben wir einen Pappeinschub. Dieser schützt den Kasten und den Inhalt. Dann haben wir einen Reinigungshinweis und die Bedienungsanleitung mit allen Auflistungen aller Teile. Ersatzteile, das zeige ich euch aber nachher noch im Detail und wie die Pistole zu benutzen und zu reinigen ist. Wenn man alles aus dem Pappkarton herausgezogen hat, ist die Pistole in diesem richtig harten, geschützten gelben Etui. Dieses ist aus Kunststoff mit dem Namen der Pistole. Hier sind zwei Schieber zum Entriegeln und dann öffnen wir die Kiste nach oben und hier haben wir schon die schöne Pistole. Und die zeige ich euch jetzt gleich im Detail. Schauen wir uns nun die Pistole an. Wir nehmen sie mal aus ihrem Etui. Das Etui ist innen mit Kunststoff ausgekleidet, was eine samtige Oberfläche hat, damit die Pistole nicht zerkratzt wird. Die Pistole hat eine hochglänzende Oberfläche, so wie ihr das seht. Sie liegt richtig schön in der Hand. Ich werde euch hier gleich mal das Gewicht einblenden. Der Auslösemechanismus ist schön federgelagert und lässt sich sehr sanft bedienen. Von Haus aus ist die Pistole gleich mit der kleineren Düse, das heißt mit der 2mm Düse ausgestattet und der 2mm Nadel und hat den kleineren Farbbecher. Das ist dieser hier. Der größere Farbbecher befindet sich hier, der 5mm, und der lässt sich einfach durch Abschrauben des kleinen und Aufschrauben des großen Farbbechers austauschen. Ich mache mal den kleinen wieder drauf, damit ihr dass die Pistole nicht so groß ist. Serienmäßig ist diese Pistole gleich mit einem Quick-Connector ausgestattet. Das heißt, ihr könnt mit eurem Kompressor gleich mit einem Schnellverschluss rangehen und die Pistole ist gleich einsatzbereit. Hier noch im Set enthalten seht ihr die Düse mit 4mm und die zugehörige Nadel sowie den Nadelschutz. Das ist alles hier in der kleinen schützenden Hülle drin. Ich habe mich für diese Pistole entschieden, weil ich es bevorzuge, dass die Pistole eine Farbmengenregulierung hat. Das hier hinten, dieses Rädchen, damit könnt ihr einstellen, wie weit ihr den Hebel nach hinten verschiebt. Das heißt, ihr könnt damit mechanisch den Farbmengenfluss begrenzen. Das zeige ich euch aber auch gleich, wenn wir sie nachher ausprobieren und ein bisschen lackieren. Ich habe euch hier einmal eine Explosionszeichnung der Firma Harder & Steenbeck ausgedruckt, damit ihr sehen könnt, welche ganzen Einzelteile für die Pistole zu wechseln sind, aus wie vielen Teilen sie besteht und was man noch zusätzlich kaufen kann. Angefangen von den unterschiedlichen Düsen, dann für die Farbbecher die Deckel, diese werde ich mir noch zusätzlich holen und natürlich jedes andere Einzelteil, sowie der Korpus, die Federn, der Mechanismus, alles kann einzeln ausgetauscht werden, auch die Dichtungen. Das Schöne an diesen Pistolen der neuen Generation ist, sie sind nicht mehr aus Gummi, sondern bestehen aus Teflon. Das heißt, ihr könnt Acrylfarben sowie Emaillefarben ohne Probleme mit der Pistole verarbeiten, ohne dass ihr euch Sorgen machen müsst, dass die Dichtungen angegriffen und zerstört werden. Werfen wir jetzt noch einen schnellen Blick in die Bedienungsanleitung. Auf der ersten Seite seht ihr das komplette Produktportfolio, angefangen von allen möglichen Pistolen, die es gibt. Natürlich gehen wir auf Deutsch und lesen dort. Hier haben wir nochmal eine kleine Explosionszeichnung. Dort seht ihr wirklich alles, was ihr austauschen könnt, was ihr zusätzlich noch kaufen könnt. Anderen Korpus mit seitlicher Farbeinführung, kleine Gläschen. Dann haben wir hier die Inbetriebnahme, wie sie angeschlossen wird. Am besten mit einem Feuchter, dass keine Feuchtigkeit mit reinkommt in das ganze System. Und wie sie zu bedienen ist mit der Double-Action-Funktion. Und erste Übung. Aber das sehen wir dann gleich, wenn ich sie direkt mal ausprobiere.
Bei der Reinigung der Pistole empfiehlt die Firma Harron Steenbeck niemals, die gesamte Pistole in ein Reinigungsbad zu legen. Das macht ja auch normalerweise niemand. Und als Reiniger wird empfohlen, entweder Wasser, wenn ihr Acrylfarben verwendet, oder Alkohol oder Verdünnungsmittel, die mit dem Material nicht reagieren können. Also ich verwende meistens Wasser oder direkt Airbrush-Reiniger oder Isopropyl-Alkohol. Damit ihr mal ein Größenverhältnis habt von der neuen Pistole, habe ich hier mal meine beiden älteren Pistolen daneben gelegt. Das ist meine allererste, meine Agoratec-Pistole, bei der sich auch die Düsen wechseln lassen und die Nadeln. Das ist meine neueste Pistole für die Feinarbeiten, die ihr sicherlich schon gesehen habt. Und die ganz neue. Vom Gewicht her sind sie alle gleich und von der Größe her auch ungefähr gleich groß. Aber die Wertigkeit, man merkt halt doch, Made in Germany ist halt besser als eine Pistole irgendwo aus China. Ich möchte euch jetzt noch eine kleine Besonderheit der Harder und Steenbeck Airbrush Pistolen zeigen. Dazu nehmen wir sie mal ein bisschen auseinander. Wie gesagt, einmal lässt sich ja der Color Cup schön abschrauben, wo man dann mit einem Ohrenstäbchen oder Wattebausch gut hineinkommt, um die Pistole zu reinigen von innen. Dann können wir hier vorne das ganze System abschrauben und in dem Nadelschutz sitzt die Düse. Das heißt, die Düse ist ein Teil, die nicht weiter verschraubt ist wie bei billigeren Pistolen. Zum Beispiel bei meiner China-Pistole. Da schraube ich jetzt auch mal den Nadelschutz ab. Da sehen wir hier die Düse und die muss ich dann mit Hilfe eines kleinen Schlüssels lösen, damit ich die Nadel herausziehen kann. Das ist hier viel besser gelöst, finde ich. Man kann die Nadel, die ist stabiler, kein kleines Gewinde, was man überdrehen kann, und die kann man sehr schön reinigen. Und hier sieht man auch schon eine der Teflon-Dichtungen. Um die Nadel zu entfernen, drehen wir das hintere Teil ab mit der Farbmengenregulierung. Dann öffnen wir diese Überwurfmutter und dann können wir die Nadel raus und da reinziehen und wieder in Position bringen. Und so wird übrigens auch dann die andere Düse mit dem anderen Nadelkopf gewechselt. Ich habe die Pistole jetzt mal an meinen Kompressor angeschlossen und betreibe ihn gerade mit 25 PSI. Ihr werdet ihn gleich im Hintergrund hören, aber ich hoffe, es stört nicht weiter. Wenn man die Pistole auslöst, merkt man richtig schön, wie man den Luftdruck, den Luftfluss kontrollieren kann. Und beim nach hinten ziehen hat man wirklich ein schönes Gefühl, wie weit man den Hebel gezogen hat und wie weit man noch gehen kann. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen Farbe rein und dann machen wir mal ein paar Striche. Ich habe in die Pistole jetzt Tamiya XF62 Olive Wrap gemacht mit dem Tamiya X20 Sinner. Mal gucken, wie das Sprühbild ist. Wir fangen erstmal, wie gesagt, mit 25 PSI an und innen drinne ist die 02er Nase. Ihr seht, wir können richtig schöne kleine Striche machen. Auch man hat mir immer mal gesagt, die Farbe ist dann richtig verdünnt, wenn man seinen Namen schreiben kann. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Sozusagen. Wie gesagt, von ganz kleinen dünnen Strichen. Und jetzt versuchen wir mal High Flow mit etwas flächiger Lackierung. Und da ist die Farbe auch schon alle. Aber ihr habt gesehen, wie gesagt, wir können mit einer Düse ganz feine Striche machen oder flächig anfangen zu lackieren. Wenn das mir so ein bisschen gespritzt haben sollte, das liegt an mir. Wahrscheinlich habe ich noch nicht das richtige Verdünnungsprinzip für die Farbe erkannt, für die Pistole, was der jetzt braucht. Und das bedarf natürlich etwas Übung. Aber so könnt ihr schon mal sehen, wozu die Pistole in der Lage ist.
Ich habe die Pistole jetzt einmal kurz zwischengereinigt und wollte euch jetzt die Farbmengenbegrenzung zeigen. Diese habe ich eben leider vergessen. Wir machen das jetzt mal mit der Dünner. Damit ihr sehen könnt, wie das funktioniert. Ich habe jetzt die Farbmengenbegrenzung komplett hinten, das heißt, der Hebel lässt sich komplett nach hinten ziehen. Das heißt, die volle Menge an Flüssigkeit kommt heraus, an Farbe dann später. Drehen wir das jetzt nach vorne, kann der Hebel nicht mehr so weit zurückgezogen werden, das seht ihr hier. Und es kommt automatisch jetzt schon weniger Flüssigkeit. Noch weiter nach vorne und es kommt immer weniger, bis ihr halt ganz vorne seid, bis ihr nur noch minimalen Durchfluss bis gar keinen mehr habt. Das ist ganz nützlich für Leute, die nicht so viel Fingerspitzengefühl haben und Erfahrung beim Lackieren. Vor allem, wenn es darum geht, Pre-Shading zu machen, da ist es ganz praktisch. Kommen wir nun zu einem kleinen Fazit. Ich weiß, 160 Euro für diese Pistole sind im ersten Moment viel, das stimme ich zu. Aber in diesem Set sind, wie gesagt, zwei verschiedene Düsen, zwei verschiedene Nadeln und zwei Farbbecher enthalten. Und wer ambitioniert Modellbau betreiben will, kommt irgendwann mit billigen Pistolen nicht mehr weiter. Diese Pistolen werde ich weiterhin einsetzen für grobe Arbeiten und große Flächen, während ich diese bei meinen zukünftigen Projekten auf jeden Fall bei Tarnung und Pre-Shading und solchen Aufgaben einsetze, wo man wirklich ein sehr sauberes, feines Sprühbild braucht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, euer Ben.